Sonne ist aufgegangen. Die Nacht war doch ziemlich unruhig, weil wir nur ganz langsam segeln konnten. Und jetzt sind wir eine Stunde zu früh dran und müssen hier noch warten vorm Pass. Oh, das schaukelt. Das schaukelt. Das ist so richtig ungemütlich. Es ist 8.12 Uhr. Wir starten jetzt, glaube ich, den ersten Anlauf, hier in den Südpass von Fakaraba reinzufahren. War ein bisschen feige, wir haben hier dem einen Vortritt gelassen. Und er kann sich auch noch nicht so richtig entscheiden. Der Segler vor uns hat sich jetzt doch entschieden, auch durch den Pass zu gehen und nicht noch zu warten. Die ersten Tauchboote sind da. Hinter uns kommen auch noch zwei Boote. Eieiei, Einsamkeit ist anders. Endlich mal Hängemattenwetter. Wenn es hier noch nicht immer so schaukeln würde. Weil nämlich hier andere Boote vorbeifahren und dann schaukelt das nämlich. Oh, jetzt so schön bei Sonnenuntergang. Wo ist eigentlich mein Cocktail? Ah, ein Cocktail. Service. Cocktail. Am Südpass von Fakaraba, ein kleiner Landgang. Es ist halt bekannt hier fürs Tauchen. Und ich vermute mal, das sind alles so kleine Bungalows, wo man Tauchurlaub machen kann. Gott sei Dank haben die auch schon hier Solar für sich entdeckt. Ein riesiges Solarfeld. Und da schauen sich meine beiden Frauen schon mal die Haie von oben aus an. Da unten ist nämlich alles voller Haie. Hier gibt es sogar eine richtige Bar am Wasser. Die haben sogar Punsch. Das ist jetzt hier der Südpass, wo es gestern so turbulent war. Heute alles ganz friedlich. Wie auf dem Ententeich. Die Mau fehlt die Arme.
Könnt ihr mal was sagen? Was soll man sagen? Wie war denn der Sonnenuntergang? Bombastisch. Mega. Keine Wolke. Der Delfin hat ein bisschen gefehlt, der davor springt, aber ansonsten war er perfekt. Und der Michael hat zum ersten Mal den Flash gesehen, nach 5 Jahren. Könnt ihr euch das vorstellen? Ja, also ihr wisst wahrscheinlich alle nicht, um was es geht, aber Annette, erklär das mal. Wenn die Sonne untergeht und es ist keine Wolke da und gar nichts und es ist richtig klar, dann ist zum Sonnenuntergang, kurz bevor die verschwindet, so ein grüner, leuchtender Streifen zu sehen. Und den habe ich heute gesehen. Ja. Ich habe immer gedacht, die spinnen, Annette, die Römer. Aber... Die Vögel haben sich das bei uns da bequem gemacht, da vorne drauf. Und die Kira, die schrubbt jetzt unser Brett, damit sie dann nachher auch wieder schön ausguck gehen kann. Und jetzt würde ich sagen. Läuft. Wir verlassen den Südpass und fahren in den Norden von Fakarava, mal wieder etwas einzukaufen. Ostseite des Atolls Fakarava. Wir sind jetzt gleich vor der Hauptstadt Rotuaba und hoffen dort unsere Vorräte wieder auffüllen zu können. Und hier ist es schon ein bisschen touristischer. Hier landet auch jeden Tag ein Flieger aus Tahiti. Spiegelglattes Wasser. Herrlich. Leider kein Wind zum Segeln. Gestern haben wir Amanda und Robin wieder getroffen mit der Morgan. Da vorne sind sie. Wir hatten einen sehr schönen Abend zusammen. Amanda und Robin haben Thunfisch mitgebracht und Reis. Und die fahren jetzt weiter und wir gehen
an deren Boje. Die beiden haben wir das erste Mal in Mexiko getroffen und zwischendurch auf Ivaoa in den Marquesas und jetzt hier in Fakarava. Schaut euch mal ihre Videos an, super cool. Den Link findet ihr oben rechts. Seht ihr diesen riesigen Hai da? Der wartet, bis wir ins Wasser gehen. Und es ist kein Riffhai. Was ist denn für einer? Endlich wieder ein richtiger Supermarkt. Guckt euch an, wie sie sich freuen. Und was es hier für ein Sortiment gibt. Unsere erste Location hier in Französisch-Polynesien. Wie man das immer sieht auf den Bildern und Reiseprospekten. Richtig nett angelegt. Wir brauchten dafür 13 Monate, um so etwas zu finden. Aber wir brauchen das auch nicht immer. Wir sind lieber in der Einsamkeit. Ihr glaubt es wahrscheinlich nicht, aber es ist 5 Uhr früh und wir haben Baguettes geholt. Und was sonst? Und es regnet schon die ganze Nacht. Aber die Verrückten gehen trotzdem Brot und Brötchen holen. So kann es hier auch sein, Südsee. Aber es ist warm. Ja. An Kiras letztem Tag eine Fahrradtour über Fakarava. Seid ihr gut trainiert? Klar. Was sonst? Also die Straße hier am Arsch der Welt ist auf jeden Fall besser ausgebaut und in besserer Qualität als viele Straßen bei uns in Deutschland. Leider kein Sandstrand. Da müssen Sie gleich auftauchen. Da sind Sie! Angekommen! Am Strand! Mann, ist das schön weißer, feiner Sand hier! Echt Sitze-Feeling. Total schöner Strand. Ja, guck mal, guckt euch das doch mal an hier. Ja, wie in Kroatien. Herrliches Wasser. Und da vorne ist ganz klar Sand. Wir gehen jetzt schwimmen. Wahrscheinlich Kiras letztes Mal schwimmen hier. Da sie uns ja morgen unbedingt verlassen möchte. Stimmt nicht. Möchte sie eigentlich gar nicht. Oh. Wasser ist super. 26 Grad. Also wieder ein Wunder, wir haben hier auf Fakarava einen Eiswagen gefunden,
Und da gibt es jetzt natürlich ein leckeres Eis. Der Michael, der hat hier so ein Schlafdicke. Wetterstation auf Fakarabisch. Also ihr könnt das hoffentlich alle lesen und übersetzen. Also ich kann euch helfen, wenn die Kokosnuss nass ist, dann regnet's. Das war Kiras letzte Dinghy-Fahrt von der Limelight hier zum Strand in der Nähe der Kirche. Da wird sie dann gleich abgeholt. Und dann heißt es auch schon wieder Abschied nehmen. 5 Wochen sind wie im Flug vergangen. Ja. Und hier endet auch unser Video. Wenn euch das Video gefallen hat, würden wir uns freuen, wenn ihr uns abonniert. Ah, nee, Kira muss das sagen. Kira muss sagen, rechts oben. Was? Nee. Irgendwo kannst du unser Patreon werden und irgendwo kannst du unseren Kanal abonnieren. Also entweder rechts oder links, das kannst du sagen. Also, wenn euch das Video gefallen hat, dann könnt ihr uns gerne abonnieren und oder unser Patreon werden. Die Links dazu findet ihr rechts und links. Tschüss, bis demnächst. Tschüss. Nanaku, 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 te bakatere.